Fernsehturm. Ausbildung. Straßenbahn. Radfahren. Wedding. Fahrzeugen. LKW.
Und David. Blockhaus. Nordsee. Grün. Motorrad. DHL. Bahn. Schloss Neubau. Parkplatz. Museumsinsel. Kran. Kötter. Bushaltestelle. Kräne. Zum Strandbad Wendenschloss in Köpenick. Mit dem Bus 255 fahre ich Richtung Stadtrand. Der weiße See glitzert hinter den Bäumen hervor. Die Baustellen für neue Luxuswohnungen sind wie Zahnlücken in den Häuserreihen. Am Rathaus Weißensee steige ich aus.
Die Haltestelle für Bus X54 ist um die Ecke in der Liebermannstraße. Der Bus fährt am Atelierhof Weißensee vorbei, kurvt durch Gewerbegebiete und auf einmal bin ich auf dem Land. Scheinbar, denn hinter den Feldern schauen die nächsten Plattenbauten hervor. Schnell sind wir wieder auf bekanntem Terrain. An der Ecke sehe ich das Lindencenter am Preroer Platz. Wir fahren durch die Plattenbauten, weitläufig gebaut, umgeben von Grün. Nun wird es unübersichtlich. Zahlreiche Brachen, völlig verwildert. Das futuristisch anmutende Eastgate Marzahn erscheint wie ein UFO. Dann sehe ich die Windmühlen von Marzahn. Am Blumberger Damm, an einer riesigen Kreuzung, wechsle ich in den Bus X69. Der Bus passiert die Gärten der Welt. Wir sind jetzt wirklich am Stadtrand. Kleingartensiedlungen und Einfamilienhäuser, dazwischen Plattenbauten. Der Bus passiert den S-Bahnhof Köpenick und steht ewig an einer Kreuzung. Hier ist es auf einmal wieder sehr altstädtisch. Köpenick ist interessant. An der Haltestelle Köpenicker Schloss ist Wochenmarkt und gegenüber lockt das Wasser. Ich laufe in den Kiez, so heißt der älteste Teil Köpenicks. Ich passiere einen Spielplatz mit Leuchtturm am Wasser, weitere Häuser und eingezäunte Brachen und Ruinen. Die Straße ist schnurgerade und scheint endlos. Mit der Straßenbahn, einen Bus gibt es nicht, bin ich sehr schnell in Wendenschloss. Der Name stammt vom Gasthof Wendenschloss und bezieht sich auf die ersten Siedler. Ich laufe in eine Straße und lande in einer Sackgasse am Wasser. Hier wohnen wohlhabende Menschen in gediegenen Häusern. Ab und an ist noch ein Haus aus DDR-Zeiten übrig geblieben. Und auf einmal enden die Häuser und der Wald beginnt. Und hier ist auch das Strandbad Wendenschloss. Es ist mäßig besucht. Ich laufe weiter durch den Wald und kehre in Schmetterlingshorst, einer historischen Ausflugsstätte, ein. Auf der Spitze der Alpinsel finde ich den legendären Campingplatz Kuhle Wampe. Kuhle Wampe ist der Titel eines Spielfilms von 1930, zu dem unter anderem Bertolt Brecht Teile des Drehbuchs schrieb. Von dort nehme ich die Fähre nach Schmöckwitz und fahre über Grünau zurück in die Stadt. Thank you.
Mülleimer. Baustelle. Gorki gegen. Eingang. Rechtsabbiegung. Busspur. Tauben. Doppeldeckerbus. Fahrrad. Hopp und Spaß. Bäume. Baustelle. Rohre. Mülleimer. Links abbiegen. Thank you.
thailändischen Botschaft in der Lepsiusstraße mein Visum abgeholt. Im altehrwürdigen Steglitz laufe ich an liebevoll renovierten Jugendstil-Bürgerhäusern vorbei und gehe zum neogotischen Rathaus Steglitz. Hier wird Bus M48 eingesetzt. Wir fahren die Schlossstraße entlang, passieren den Bierpinsel. Der Bierpinsel ist ein Beispiel für die Pop-Architektur der 70er Jahre mit Elementen aus Sichtbeton, mit roten Kunststoffverkleidungen und Anstrichen. Weiter geht es durch die noble Rheinstraße an der Kaisereiche vorbei. Eine amerikanische Kindergartengruppe steigt ein. 3 Double Daggers sind schon gesichtet und werden laut kommentiert. Die Kinder teilen meine Begeisterung für diese tollen Busse. Wir rollen über den Innsbrucker Platz und die Albertstraße nach Schöneberg. Am Kleistpark sind schon 7 Double Daggers gesichtet. Die Bülowstraße kommt in Sicht. Dann die Kurfürstenstraße, die Potsdamer Straße. Von dort geht es weiter über das Kulturforum, bestehend aus Staatsbibliothek, diversen Museen und der Philharmonie. Der Potsdamer Platz kommt in Sicht. Es erscheinen rechts das Museum für Kommunikation, einstmals Postmuseum, und gegenüber das WMF-Kaufhaus, das nach dem Mauerfall als Techno-Club Berühmtheit erlangte. Der Bus fährt zwischen den Neubauten der Leipziger Straße entlang, der Kupfergraben wird überquert, dann die Spree und das Nikolaiviertel zeigt sich links. Der Bus biegt vor dem Roten Rathaus links ein. An der Marienkirche geht es in die Karl-Liebknecht-Straße und die Endhaltestelle Alexanderplatz mit dem Fernsehturm kommt in Sicht. Der Fernsehturm, 1969 eröffnet, war seinerzeit mit 368 Metern der höchste Turm der Welt. Er wurde vom Volksmund auch St. Walter nach dem damaligen Staatsratsvorsitzenden und Atheisten Walter Ulbricht genannt, da sich auf der Kugel bei Sonnenlicht Lichtreflexionen in Form eines Kreuzes zeigen. Hier endet die Linie M48 und ich warte 27 Minuten auf den Bus Nummer 200, der eigentlich alle 10 Minuten fährt. Im Bus werde ich angesprochen. Luda aus Kiew und ihr Sohn Igor setzen sich zu mir, unterbrechen meine Fotoarie und wollen wissen, was ich da mache. Sie sind bei Freunden in Berlin und machen mit der BVG Stadterkundungen. Ich gebe Ihnen ein paar Tipps und werde herzlich nach Kiew eingeladen. An der Endhaltestelle Michelangelo-Straße verabschieden wir uns und ich laufe durch meinen Kiez im Weißensee nach Hause.
Reisegruppe. Restaurant. Fahne. Polizei. Saturn. Sparkasse. Mango. Rot. Grün. Polizei. Bahn. S-Bahn. Halteverbot. Taxi. LKW. Thank you.
Zwei Hunde. Rot. Zu. Gitarre. Mercedes. Newton. Bikini. Kran. Kirche. Fahrrad. Kinder. Busspur. Absperrung.
Als ich nach Staaken fahre, wird mir spürbar bewusst, wie klein West-Berlin war. Da ist der Potsdamer Platz und das Kulturforum mit der berühmten Philharmonie und der Gemäldegalerie. Daneben der Tiergarten, die Grüne Lunge im Zentrum West-Berlins. Bald kommt der Breitscheidplatz mit der Gedächtniskirche in Sicht. Die Kirchenruine ist ein Mahnmal für den Frieden. Ich erreiche den legendären Bahnhof Zoo. Für Busbenutzer ist der Vorplatz des Bahnhof Zoo von großer Bedeutung. Busse fahren von hier in alle Richtungen. Ich warte auf Bus M49, der mich nach Staaken bringen soll. Ein Bus nach dem anderen rollt heran und dann auch der gewünschte. Das Terrain um den Breitscheidplatz hat sich in 30 Jahren komplett verändert. Vor dem Einbiegen in die Kantstraße blicke ich durch eine Straßenschlucht aus Glas und Beton in die zwischen 2013 und 2017 erbaute Upper West. Dann fahren wir die Kantstraße entlang. Auch hier, einstmals eine schicke Flaniermeile, hat sich viel verändert. In Anbetracht der vielen Neubauten und Malls in der neuen Mitte im Osten hat die Straße einen Teil ihres Glamour verloren. Wegen der vielen asiatischen Restaurants und Geschäfte heißt die Gegend im Volksmund auch Chinatown. Der Salviniplatz zieht vorbei, eine Baustelle versperrt die Sicht. Der Bus fährt am U-Bahnhof Wilmersdorfer Straße und dann an der S-Bahn-Station Messe Nord ICC entlang. Der Funkturm kommt in Sicht und die großen Messehallen des Internationalen Kongresszentrums. Auf der anderen Seite der Busbahnhof, dann erscheint das Haus des Rundfunks mit dem Radio Brandenburg. Die Flamme gegen Krieg und Verfolgung auf dem Theodor-Heuss-Platz ist erloschen. Die defekte Gasleitung wird gerade repariert. Bald passiert der Bus den imposanten S-Bahnhof Heerstraße. Villen und hochpreisige Neubauten wechseln sich ab, eingebettet in pralles Grün, trotz der Trockenheit. Dann kommt ein Altneubaukomplex für die wenig Betuchten der Stadt in Sicht. Das durchgehende Grün kündet vom Stadtrand und tatsächlich haben wir die Endhaltestelle erreicht. Eine Buswendeschleife, ein Feld blitzt zwischen Bäumen auf, Neubauten hinter riesigen Haufen von Abraum. Und da steht eine orangene Stele, Kennzeichen des Mauerwegs und ehemals Todeszone. Heute ist diese Todeszone mit einem Gewerbegebiet bebaut. Vis-à-vis der Shoppingmöglichkeiten eine liebliche ländliche Idylle. Weit in der Ferne ist ein bespähter Zaun zu sehen, der wie ein vergessenes Stück Mauer wirkt. Thank you.
Bushaltestelle. Küchen aktuell. Radweg. Wahlplakate. Die Linke. Brücke. Absperrung. Haltestelle. Spiegelung. Bestimmung. Weißes Outfit. Rot. Straßenbahn. Radfahrt. Gelbe Hose. Rote Ampel. Bus. LKW. Thank you.
Taxis, U-Bahn. Mülleimer. Rotes Auto. Bäume. Zaun. Bus. Hotel Berlin. Bahn City Market Woolworth Seemann. See zum Strandbad Tegel. Haltestelle Albertinenstraße. Der Bus kommt, ich steige ein. Die gelben Haltestangen im Bus bilden ein eigenes, eigenwilliges Muster, fast floral. Die Fahrt geht am vertrauten Munizipalviertel vorbei, S-Bahnhof Pankow. Die Gleise überbrücken die Straße. Der Wedding sieht ärmer aus. Alt- und Neubauten wechseln sich ab. Endstation Osloer Straße. Der 125er Bus kommt. Ein Doppelstockbus. Wir biegen in die Reinhardtstraße ein. Die ist schmal und an beiden Seiten zugeparkt. Grüne Straßen, von Bäumen gesäumt. Und überall die Funktionsbauten der bekannten Supermärkte. Ein Ast knallt laut ans Fenster. U-Bahnhof Residenzstraße. Die fast greifbaren Flugzeuge knapp über den Häusern künden von der unmittelbaren Nähe des Flughafen Tegel. Kurt-Schumacher-Platz. Sehr viele Menschen steigen aus. In Halt Tegel muss ich in den 133er Bus umsteigen. Ein paar Haltestellen weiter kommt der Schulzendorfer Weg. Auf einmal stehe ich mitten in einem herrlichen Buchenwald. Neben der Haltestelle steht ein völlig zerknautschter schwarzer Mini. In diesem Moment hält hinter mir ein Auto. Ich frage den Mann nach dem See und bekomme die Auskunft, ich müsste eine Haltestelle zurück,
Dort gäbe es eine Straße zum See. Die beiden fahren mich auf den ihnen bekannten Weg zum See. Das habe ich nicht erwartet. Ich bin an der falschen Ecke des Sees gelandet, an der Nordwestspitze. Hier gibt es jede Menge Segelclubs und in einer Sackgasse das Gästehaus des Außenministeriums, die Borsig-Villa Raya Verda. Sie ist gut gesichert. Ich frage eine Frau nach dem Strandbad und die sagt, immer die Straße lang, aber es ist weit und das Strandbad ist zu. Ich gehe nach rechts und komme an eine schöne Badestelle mit wenigen Leuten. Und nun wird es richtig schön. Links das mehr und weniger zugewachsene Ufer, rechts der Buchenwald. Auf dem See dümpeln Motorboote. Ich laufe und laufe und dann sehe ich über dem See das Strandbad. Riesig, mit Rutschen und vielen Gebäuden, menschenleer. Dort angekommen, frage ich einen Mann nach dem Grund der Nichtbewirtschaftung. Er erzählt mir, das Bad sei seit 2 Jahren zu, wegen maroder Abwasseranlagen, die man zubetoniert hätte, um das Trinkwasserschutzgebiet nicht zu gefährden. Und er zeigt mir den Weg zum nächsten Bus in Konradshöhe. Dann endlich die ersten Häuser, die Hauptstraße und die Bushaltestelle. Der Bus kommt und alle Wartenden steigen ein. Und so fahre ich mit dem 222er Bus Alt-Tegel entgegen.